Aloha, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Resident Evil Revelations 2. Ich muss sagen, dass dieses Spiel mir doch besser gefällt, als ich anfangs dachte. Ich dachte mir so, Revelations 1 war vom Gruselfaktor irgendwie besser, aber ich glaube, das wird noch. Ich finde es auch irgendwie gut, dass wir mal wieder mit Claire spielen und dass Resident Evil 1 und 2 jeweils einen weiblichen Hauptprotagonisten hat. Im ersten war es ja Jill, man hat auch noch mit Chris gespielt. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Aber hauptsächlich mit Jill. Und hier mit Claire. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schieben. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh, sie Mann. Hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Rexy, begleite mich mal. Komm! Aber ich habe mich doch noch gar nicht umgesehen. Was soll denn der Stress auf einmal? Bin ich im Fighting-Mode. Ey, meine Munition ist einfach so knapp. Also das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad her auch echt nicht ohne. Also selbst auf normalen Schwierigkeitsgrad halten die Gegner echt schon einiges aus. Und da will ich nicht wissen, wie es auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad ist. Ich spiele gerade nochmal privat für mich Resident Evil Village auf Dorf der Schatten. Dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Ey. Also wenn du einfach nur auf die Fresse willst und frusten, spiel diesen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja abnormal. Du musst von Anfang an schon direkt wissen, was du tun musst, ansonsten kannst du das Spiel von vorne anfangen. Hast keine fucking Chance. Allein die Lykana, die zu blocken, ist fast unmöglich. Dieses Spiel ist einfach sick as fuck im Schwierigkeitsgrad. Also es ist echt übelst. Fischerdorfkarte. Aber ich glaube, ich werde es jetzt erstmal nochmal pausieren, bis der Third-Person-Modus rauskommt für Resident Evil Village. Da habe ich Bock drauf, das in Third-Person zu spielen. Ich muss dir da drüben was zeigen. Na, dann zeig mal. Ich weiß nicht ganz genau, was diese Köderflaschen machen, die ich habe. Aber Neil war bei euch? Das wird mir wahrscheinlich gleich erklärt. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Wo sind eigentlich die Zombies hin? Ich habe gedacht, die waren hier draußen irgendwo. Und jetzt? Achso. Ich habe gedacht, er macht das. Ein Helikopter. Kommt der denn her? Und den Sound ein bisschen lauter stellen, sonst höre ich nichts. Glaubst du, du kannst den fliegen? Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Ihr oder was? Guck mal, dieser Turm, wie der bedrohlich einfach da aus den Bäumen herausragt. Wie so ein Monolith. Ein Monolith des Grauens. Bin ich mit Moira vielleicht etwas, wenn etwas blinkt? Sie hat ja die Taschenlampe. Sie ist ja dafür prädestiniert, Dinge zu finden. Sie ist die Frau mit der Lampe. Sie kann das. Bin mir aber nicht sicher, ob hier irgendwas liegt. Ich glaube, ups. Ich bin darauf getrimmt, auf Shift zu laufen. Diese Steuerung für den PC ist auch echt strange, muss ich zugeben. Aber ich habe mir auch so überlegt, weißt du was? Du nimmst den Controller nicht. Du ziehst das durch. Claire? Wir sind nicht allein hier draußen. Ist mir aufgefallen.
Da ist eine Münze, die kann ich zerballern. Turmemblem. Schießpulver. Klassisches Schießpulver gibt's auch wieder. Guck nochmal gerade im Inventar. Ist auf J oder. Nee, T. So, die Pistolenmunition kann sie an Claire übergeben. Kombiniert mit anderen Objekten können dann eine Zweitwaffe herstellen. Ach, stimmt. Ah, ich habe ja noch diese Chemikalien, ne? Kombinieren damit. Ah, jetzt habe ich 3 von den Dingern. Okay. Lockt Gegner an und explodiert nach einiger Zeit. Praktisch. Kombiniert mit Alkohol, Desinfektionsmittel, mit Kraut, Verbandsmittel. Kannst du mit Kraut kombinieren? Ah! Verblutung und halt Wunden. Auch vom Partner benutzbar. Sollte ich ihr vielleicht auch mal welche übergeben? Ich übergebe ihr auch mal ein Kraut. Und wenn sie abnippelt, nippel ich auch ab. Das ist halt so ein bisschen, ne? Ich werde sogar ein eigenes Menü fürs Herstellen. Okay. Gut. Die Münze hätten wir. Wechseln wir auf Moira. Wir gehen mal hier hoch. Kleine Hände. Okay. Das heißt also, die ist weder für Moira geeignet, noch für Claire. Das bedeutet, Barry kommt hier auf jeden Fall auch her, weil die kleine Nathalia ist ja auch noch mit ihm unterwegs. Drecksack. So. Schnell mal nachladen. Kommen wir denn da durch? Ein Treibstoffdepot. Aber der Eingang ist blockiert. Wie kriegen wir den auf? Geht es mit diesem Lockungsmittel? Damn. Das macht ordentlich Wumms. Geht keiner hier? Noch Munition? Nee. Es sah so grünlich aus. Ich habe gedacht, das wäre Munition. Hätte ja sein können. Ja. Hier geht's so ein bisschen abseits des Weges. Hier ist eine Kiste. Können wir öffnen. Jawohl. Eine Teilebox. Yeah. Könnte ich eigentlich nochmal kurz zurück in die Hütte gehen und das Verbesserungskit anlegen? Pedro! Erschreck mich nicht so, Claire! Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnt ihr sie bestimmt durchbohren. Das dauert ja ewig. Guck nach, ob drin was Brauchbares ist. Eine Leiche. Eine MP? Ja, guten Tag. Das ist was Brauchbares. Nehme ich mit. 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einem ungestaubtem alten Tagebuch
alten Buch entdeckt. Und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da habe ich mir doch gedacht, cool, eine Gelegenheit für ein Abenteuer auf einer unentdeckten Insel. Das ziehe ich mir rein. Mit einem Helikopter zu chartern. Mir einen Helikopter zu chartern hat mich eine Stange Geld gekostet. Und als wir dann endlich landeten, haben die Einwohner den Heli konfisziert und mich in Gewahrsam genommen. Das ist nicht cool. Und jetzt bin ich in diesem Drecksloch eingesperrt. Diese Typen sind total Meschugge. Ich kann es nicht erklären, aber nur indem man sich sie ansieht, merkt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mega miese Stimmung hier. 12. Oktober 2008. Also die Typen debattieren jetzt, was sie mit mir anstellen sollen. Wie wär's, wenn ihr mich einfach gehen lasst? Ich hab's denen 100 Mal erklärt. Ich bin nur für ein Abenteuer hergekommen, aber sie hören mir nicht zu. Das ist echt nicht cool. 19. Oktober 2008. Also anscheinend bekommen diese Typen hier es nicht in ihre Dickschädel, dass ein Außenstehender ihre Insel finden könnte. Konnte. Ich meine, hallo? Wir leben im digitalen Zeitalter. Was kann man denn heutzutage nicht finden, wenn man lange genug danach sucht? Aber echt jetzt, ich denke langsam, hierher zu kommen, war keine so gute Idee. 10. Dezember 2008. 2 verdammte Monate und ich bin immer noch hier. Das ist Schwachsinn. Irgendwas Übles geht hier ab. Ich habe niemanden mehr gesehen. Und ich sehe nicht. Und ich sehe es nicht. Aber ich höre tierisches Knurren. Das ist eine Scheiße. Die haben mich hier doch nicht vergessen, oder? Oder? 19. Dezember 2008. Kein Essen, kein Wasser. Hab etwas Regen, das hilft. Keine Kraft mehr. Nicht mal Ratte gefangen. Kann nicht mehr. 26. Dezember 2008. Wasser, Wasser, Wasser. Bitte Wasser. Er ist wahrscheinlich, also er ist verhungert, erfroren. So Dezember ist ja schon relativ kalt. Oh boy. Maschinenpistolenmunition. Kann Claire direkt mitnehmen. So, da du diesen tollen Bohrer hast, komm mal. Wir können deinen Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Zeig mir nur, wo es lang geht. Das war hier. Kommt er, oder? Ich habe gerade eben gedacht, seine Augen leuchten. Un forastero! Ah, jetzt da! Muss direkt wieder an Resident Evil 4 denken. Die Gegner hatten ja auch leuchtende Augen. Hier. Bin ich hier richtig? Okay, haltet Abstand. Du bist richtig. War so klar. Da sind sie wieder. Was? Ihr müsst sie aufhalten! Lasst sie nicht in meine Nähe! I have a machine gun. Mach's bald. Und leer. Oh ja, noch mehr. Doch den Cocktail geworfen. Na, wozu habe ich die Dinge? Voll gut. Oh ja. So, mal die Waffen nachladen.
Hör ihn doch schon. Safe ist safe. Wir haben den Treibstoff. Als nächstes die Batterie. Treibstoff. Claire, ich hab's. Ich konnte die Armreifübertragung zurückverfolgen. Sie kommen vom Norden. Wahrscheinlich von einer Anhöhe aus, denn ich kriege volle Signalstärke. Ja, keine Störungen. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus. Könnte gut möglich sein. Wow. Oh. So, ich wollte mal hier ins Gebäude rein, weil ich noch das Kit ausrüsten wollte, weil ich jetzt ja noch mal eine zusätzliche Waffe habe. Kapazität. Was haben wir denn hier drin? Schaden. Na, das passt soweit. Hier ist Feuerrate und Schnellladen. Das passt auch soweit. Gut, was Kapazität anbetrifft, bin ich mit der Pistole vielleicht besser aufgehoben, wobei das für die Schrotflinte eigentlich auch nicht so schlecht wäre. Ich glaube, ich pack's erstmal in die Pistole rein. Bei Pistolenmunition finde ich häufiger. Als andere Munition jetzt. Und die Pistole ist quasi so meine letzte Fernkampfwaffe. Das hat mich erschreckt. Digga, spiel mir nicht so rein. Weißt du nicht, dass die Gegner unterwegs sind? So, ich nehme nochmal Moira. Krieg mir die Leiter denn darunter? Ich glaube, das ist nicht für Claire und Moira gedacht, dieser Abschnitt. Eine Flasche. Da ist noch was. Rotflintenmunition. Also ich glaube, wenn ich Munition brauche, muss ich ehrlich gesagt die Gegend so ein bisschen abscannen. Say what? Da geht's hoch. Claire, das Licht brennt in dem einen Haus. Von der anderen Seite verschlossen. Stimmt. Also kommen wir von oben rein. Okay. Hat einen Sprung. So, Schießpulver haben wir noch eine. In die Ladung Schießpulver, bitte. Eine Kiste. Okay. So, nochmal. Die ist doppelt gesichert. Erweiterungstasche Moira. Was tut die? Da ist die Batterie. Ja, geil. Du Scheiße. Na, Hilfe. Bringen wir es zu Gabe. Wow. Nee. Eigentlich nicht. Braucht das noch? Hallo? Claire! Danke! Sie hat das Blutungsding. Der nicht stirbt. Drecksack.
schlitz die auf. So, was sagt denn unser Haushalt? Kombiniert mit einer leeren Flasche stellt sie explosive Flaschen her. Die Flaschen übergebe ich mal an Claire. So. Ich habe ja noch ein Pulver. Warte mal. Habe ich es abgelegt? Wollte ich nicht. Wollte eigentlich, wobei, warte mal. Wir geben es ihr mal. Ich will mal gucken, kann man zwei kombinieren und daraus Munition herstellen? Nee, es geht gar nicht. Jetzt habe ich noch ein paar Bummfläschchen. Okay. Gut. Die Batterie nehme ich mal. Also Claire. Und wir geben mir nochmal ein Blutungspack. Das hat mir gerade echt den Arsch gerettet, dass die mich geheilt hat. Das Green Herb kann sie auch behalten. Das ist okay soweit. Ja. Ist so ein bisschen viel Item-Management dafür, dass wir keine Kiste mehr haben, wo wir die Sachen ablegen können, müssen wir uns halt auf die Charaktere aufteilen. Das war ja in Resident Evil 5 auch schon so. Deswegen... Immer die wichtigsten Items bekommt der Hauptcharakter, in dem Fall Claire, und alles, was wir als Support brauchen zum Heilen und so weiter, das kann Moira dann gerne mitnehmen. Seht doch da was. Verarsch mich nicht. Da ist was Blaues, oder? F. Ein Saphir. Guck mal, ich kann über den Zaun gucken. Haha. Okay. Es ist mir das wert, was die Kiste da hinten beinhaltet, weil da steht wieder so ein Dicker. Na, komm. Hey, Nase. Hier. Warum explodiert die Flasche nicht? Ist was schief gegangen? Wo ist die hin? Ist die nicht explodiert? Ich hab sie geworfen, aber nichts ist passiert. Kiste ist explodiert. Ein Topaz. Ah, okay. Ja. Ja, ist okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft als ein Topaz, aber mein Gott. Von einer Seite verschlossen. Was ist das? Maschinenpistolenmunition. Die können wir auch mal wieder nehmen. Also mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe die Gegend hier schon gesäubert. Oh. Da ist noch was. Turmemblem. Wo kommen wir denn hier rein? Hier noch was? Ach, das ist die Hütte mit der Leiche, ne? Ja, ja. Kann man hier von Haus zu Haus? Geht das? Hier so hoch? Ich meine, hier stand gerade, es ist abgeschlossen, oder? Oder von der anderen Seite verschlossen. Ah, da kann man durchkriechen. Kann Moira da durch? Okay, das ist nicht für die zwei Charaktere. Es ist für mich auch schwierig zu analysieren oder zu unterscheiden, von wegen welcher Charakter kann was. Aber klar, die sind zu groß, um sich da durchzuzwängen. Macht Sinn. Und dadurch, dass wir ja wissen, dass wir mit Barry nochmal hierher kommen, können wir mit ihm ja noch Sachen einsammeln, mit Natalia. Irgendwas rumschleimen. Das klingt nicht gut. Was war das? Ist das ein Licker, oder? Sch-
Schlons, Schlons, Schlons. Okay. Ich glaube, wir sind hier erstmal durch. Wir haben Benzin, wir haben die Batterie. Da würde ich googeln und sagen, in dieser Folge gehen wir jetzt noch zum Heli und gucken mal, dass wir vielleicht den zum Laufen kriegen. Ich wette mit 100%iger Garantie, dass, wenn er sich an die Reparaturarbeiten macht, dass wir ihn beschützen müssen. Guck mal, das ist wieder so ein Hammer-Dude. Aber ich mache jetzt ganz fix und spamme die E-Taste. Schafft's nämlich nicht durch die Tür. Sollte alles sein, was du brauchst. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, heli-reparierende Voodoo-Künste. Ach du heilige Scheiße. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht doch klar. Was machen wir nun? Ich versuche den Heli schneller zu reparieren. Schalten Sie die Sirene aus. Verstanden. Wir übernehmen das. Das kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. Ich muss das Tor schließen. Das selbst kann nicht abgeschüttelt werden, sondern lediglich aufgezehrt. Die Sirene muss auf dem Dach der Kneipe sein. Dann ist der Schalter vielleicht in. Schauen wir nach. So, das sollte doch geholfen haben, oder? Keinen einzigen Gegner habe ich getötet. Aber es ist wieder so eine Verbarrik. Es gibt keinen Ausweg. Es ist alles vorbei. Ist wie in Resident Evil 4, wo man sich verschanzen muss. Aber was passiert mit meinem Armreif? Warum wechselt er die Farbe? Da kommt irgendwas Großes. Sie kommen durch die Fenster. Dann kämpfe und halte sie auf. Wir werden alle sterben. Was soll ich bloß tun? Oh, jammer nicht rum. Du hast eine Waffe in der Hand. Du hast eine Schrotflinte. Gib ihn. Gott hat das nicht zu verantworten. Wie, was, wo? Ah. Oh mein Gott! Hilf mir! Da! Oh, sie sind drin. Ist er der Letzte? Ich glaub nicht. Dieser Part frisst echt viel Munition. Das war's, oder? Wir haben sie abgewehrt. Na, da kommt wer. Halte durch! Schieße ich gegen die Tür oder gegen die Gegner? Oh fuck. Ah, oh, Mann. Munition ist gleich leer. Dann gucke ich blöd. Hey,
Oh nein. Das noch. Können wir nicht einfach abhauen? Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass der sich verwandelt. Weil er hätte die ganze Zeit so einen komischen Bohrer gehabt und ich dachte mir so, ja, das wird nicht gut ausgehen. Aber von was für einem Virus sind die denn befallen? Barry hat es, glaube ich, erwähnt. Das ist dieser Virus, der Orosporus-Virus, ne? Überleben sie den Angriff? Nie im Leben komme ich hier raus, weil ich nichts sehe. Nein. Gut, sieht anders aus. Aber keine Munition mehr. Was jetzt? Wo was wo? Ah, hier war das, ne? Da unten? Ah, ja. Da war eine Orientierung wie ein Sieb. Ich schaff das nicht. Wie soll ich die abwehren? Ich hab ja nichts mehr. Moira, hier lang, schnell! Ich werde wegen Moira halt sterben, ne? Wo ist er hin? Moira ist ja komplett lost. Das ist ein richtig nutzloser NPC leider. Oh Mann, ey. Wird das helfen? Das hoffe ich. Der hat null Schaden gekriegt. Ich weiß, aber. Ich habe halt gar nichts mehr. Ist zu riskant. Mach dir keine Sorgen. Er war beim Militär. Der Mann isst Gefahr zum Frühstück und kackt sie zum Mittag wieder aus. Hat sie es jetzt benutzt oder nicht? Claire sollte es mal benutzen. Ach, wir wurden schon geheilt. Ein Schuss. Mehr brauche ich nicht.
Also die, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Munition ist nicht in Harmonie mit den Gegnern. Es sind einfach zu viele Gegner für so wenig, was wir an Munition bekommen. Das macht dieses Spiel halt noch umso schwerer. Meiner Meinung nach. Aber ich glaube, wir dürfen den Abschnitt doch gleich geschafft haben. Also es fühlt sich zumindest danach an. Eine Karte. Stadtkarte. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Virus, das auf Furcht reagiert? Sollen doch Menschen vor Viren beschützt, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry. 18:23 Uhr, mal schön auf Steine kloppen. Er ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Munition, oh ja. Erwähnen Sie Barry und nicht mich in einem Satz. Ich glaube, die können sich einfach nicht gut riechen, aber... Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Mhm. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. Aber wenn dieses Virus durch Furcht ausgelöst wird, ist es einfach das effektivste Virus, was man entwickeln könnte, weil jeder Mensch hat Angst irgendwo. Und je nachdem, wie man seine Angst unter Kontrolle hat, das heißt, man müsste eigentlich die kompletten Ängste unterdrücken oder es irgendwie trainieren, dass man gar keine Angst mehr hat. Was eigentlich fast nicht geht, weil jeder Mensch kommt in Situationen, wo er dann irgendwann Angst hat. Was zur Hölle ist das? Sind das Schweine? Okay, Zombie-Schweine. Ja, moin. Boah, jetzt schön ein Schweinchen auf dem Grill hier. The fuck? Okay. Oh, noch welche. Es gibt keine Hunde mehr, es gibt Schweine. Was ist das jetzt? Was ist mit ihm überhaupt? Er steht da so unbeteiligt. Hat er keine Knarre? So, Moira müsste das regeln. War so klar. So, rein da. Komm, Schweinchen. Dafür haben wir auch wieder Munition. Nice. So, ich check mit ihr nochmal kurz hier die Ecken ab, aber ich glaube, hier ist nichts. Oh oh, da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Wozu hat die Aufseherin eine ganze Insel in ein was auch immer verwandelt? Angenommen, sie war's. So, wir müssen Moira da hochschicken und dann geht das Tor auf. Dann muss ich mich gegen die Meute hier verteidigen. Heilung! Ach nee, er hieft uns beide nach oben. Okay, dann wird er sterben. Nee. Komm!
zu vorhersehbar. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Er hat doch eine Waffe. Warum hat er mir nicht eben bei den Schweinchen geholfen? Will ihm nicht helfen? Okay, die sind jetzt despawned. Da ist doch was. Opas. Okay, durch da. Alkohol. Habe ich noch eine leere Flasche? Ja. Molotow. Zweite Waffe wechseln. So. Eins. Folge mir. Ja, verstanden. Okay. Folge mir. Folge mir. Warte mal, kann ich hier mit Moira noch was finden? Die Lampenträgerin möge Licht machen. Sind wir auf einer russischen Insel? Das klingt nämlich russisch. Ui. Ich habe ihn aufgeweckt, das wollte ich nicht. Warum explodiert die Flasche nicht? Geht doch. Ist er tot? Ganz so, ja. Ich wollte mich doch nur hier umsehen. Das ist ein Bob. Ach, den kann sie auch tragen. Frage ist, wo soll ich damit hin? Irgendwas, wofür ich den brauche? Oder schon wieder irgendwas? Vielleicht? Wäre möglich. Aber das finden wir raus in der nächsten Folge von Resident Evil Revelations 2. Wir sind jetzt erstmal hier am Ende dieser Folge angelangt und ich danke schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, dann geht es das nächste Mal weiter auf diese mit Leuten mit einem Virus infiziert und ja. Das Virus, das mutiert durch Angst. Muss man sich auch erstmal ausdenken. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.